Herzlich willkommen bei Hefelkuchen Revival. Ich möchte euch in meinen Videos viele Informationen zum Thema Kochen geben, unter anderem welches Werkzeug man verwenden kann für welche Produkte, worauf es ankommt bei der Speisenzubereitung und möglichst viele interessante Videos zum Thema Kochen machen. Ich wünsche euch viel Spaß. Habe ich begonnen, als Hefelkuchen unterwegs mobile Kochseminare zu leiten. Nach einer schöpferischen Pause habe ich mich entschlossen, auf YouTube neue interessante Videos raufzuladen, wo es ums Thema Kochen geht. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Mango richtig schält, worauf es dabei ankommt und was man ganz einfach daraus zubereiten kann. Eine vollreife Mango erkennt man in ihrem guten aromatischen Duft. Neben dem guten Duft muss man auch schauen, dass sie außen so leichte bräunliche Flecken hat. Das ist auch ein Merkmal, dass du eine reife Mango jetzt erwischt hast. Gleichzeitig mache ich die Druckprobe. Das soll sie leicht zum Eindrücken sein. Und dann können wir eigentlich schon loslegen mit dem Schälen der Mango. Hier habe ich einen Streicher. Mit einem Streicher kannst du das Werkzeug ganz kurz und schnell wieder scharf machen. Hierzu hältst du das Messer 20 Grad schräg und ziehst es gleichmäßig an beiden Seiten des Streichers nach unten. Wichtig ist am Anfang nicht zu schnell, sonst schneidest du dich vielleicht hinein. Die Mango ist eine sehr interessante Frucht, weil bei ihr ist der Kern nämlich in der Länge nach drinnen. Das muss ich auch berücksichtigen beim Aufschneiden der Mango. Das heißt, ich möchte zuerst die Mango schälen und wenn sie nachher geschält ist, werde ich euch zeigen, wie man sie am besten aufschneiden kann. Ich setze mal den Sparschäler hier an eine Seite an und ziehe in einem Stück so richtig durch und bei einer vollreifen Mango geht das eigentlich relativ leicht. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn der Sparschäler recht scharf ist und dann kann man eigentlich wunderbar diese Mango schälen. Natürlich könnte man auch nur mit einem Messer die Mango schälen, jedoch hätte ich hier viel zu viel Abfall. Bei der zweiten Seite geht es ein bisschen schwieriger, weil es schon ein bisschen rutschig ist. Und da muss man halt aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Mangos sind deswegen auch eine sehr interessante Frucht, weil sie wenig Fruchtsäure haben. Aber man muss aufpassen, einen recht hohen Zuckergehalt. So, jetzt habe ich die Mango geschält und wie Sie sehen können, ist an den Schalen eigentlich sehr wenig Fruchtfleisch dabei. So ist es optimal geschält. Glänzt schön saftig, ist wunderbar weich, riecht wunderbar, ich freue mich schon richtig aufs Essen. So, jetzt schneiden wir es einmal auf. Da drehe ich die Mango nach oben, so dass sie noch auf der schmalen Seite steht und ziehe in einem das Messer durch, drehe die Mango um und schneide hier ein zweites Mal entlang des Kerns hinunter. Und dann habe ich schon die erste Hälfte. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir die zwei Mango-Stücke hier schon mal. Die kann man dann später für Fruchtsalat oder ähnliches verwenden. So, jetzt gehen wir an, das Fruchtfleisch rund um den Kern abzuschneiden. Da setze ich mit meinem scharfen Gemüsemesser an und schneide das Fruchtfleisch schön zügig herunter. Nachdem hier die recht kleinen Stücke auch abfallen und es wäre schade drum, wenn so viel am Kern bleibt, zeige ich euch dann, wie man ganz einfach und schnell aus diesen kleinen Stücke von einer reifen Mango einen Mango-Smoothie zubereiten kann. So, der Kern ist jetzt eigentlich wunderbar geschält. Da ist eigentlich nicht mehr viel drauf. Und das kommt dann schon zum Biomüll. So, welche Zutaten brauchen wir jetzt für unseren Mangosmoothie? Ich habe 250 ml Buttermilch vorbereitet, dann pressen wir eine halbe Zitrone aus. Honig kann man dazugeben, aber man kann es auch ohne Honig zubereiten, je nachdem, wenn man eher auf der kalorienarmen Seite will, braucht man nicht zusätzlich Honig dazugeben. Da, die kleinen Mangoabschnitte schneiden wir jetzt alles noch in kleine Würfelchen. Ein hilfreiches Werkzeug ist zum Beispiel diese Teigkarte. Die kann man jetzt super zum Aufschaufeln der Mangostücke nehmen und die botzt man nicht die ganze Küche dann voll.
So, da haben wir einen Honig von Imker aus der Region. Da gebe ich jetzt circa einen Teelöffel dazu. Und pressen wir noch den Saft von einer halben Zitrone dazu. Es geht am einfachsten gleich die Zitrone nur über die Finger halten, weil hier in der Hand bleiben dann gleich die Kerne hängen. Da brauche ich nicht extra Geschirr anpatzen. So, jetzt machen wir unseren Smoothie eigentlich schon fertig. Ich habe einen Stabmixer jetzt vorbereitet und jetzt mixen wir das Ganze kräftig auf. So, jetzt schaue ich, wie die Konsistenz von meinem Smoothie ist. Jetzt für mich persönlich ist es ein bisschen zu dick, weil das soll eigentlich leicht flüssig sein und angenehm zum Trinken. Deswegen gebe ich jetzt da einen Schuss Milch dazu, um das wirklich zu einer trinkfertigen Konsistenz zu bekommen. Im Sommer zum Beispiel als Durstlöscher eignet sich zum Verlängern auch Mineralwasser, Sodawasser oder Leitungswasser. So, das Smoothie ist jetzt fertig. Jetzt können wir schon in ein Glas umfüllen. Jetzt haben wir einen super cremigen, hausgemachten Smoothie. Und in Wahrheit braucht man das gar nicht fertig kaufen. Man hat ja immer irgendwelche Früchte daheim, die man schnell mit Buttermilch, mit Zucker, mit Honig oder ganz Natur aufmixen kann. Man hat eigentlich ein ganz schnell gesundes Milchmixgetränk selbst zubereitet. So, mit einem Viertel Liter Buttermilch geht sich das jetzt wunderbar für zwei Gläser Smoothie aus. Als Garnitur mache ich jetzt noch zwei Scheibchen von der Mango. Das schneiden wir so einen Schnitzer ein. Kann man so dekorativ am Rand hergeben. Wenn man frische Minze oder Melisse hat, kann man dann eine Melissenplatte noch dazugeben. Da kann man nur mal sagen, guten Appetit. So, jetzt werden wir probieren, ob der Mango-Smoothie auch gut schmeckt. Ja, ich kann euch sagen, wenn es den nicht selber probiert, dann habt ihr was verpasst. Ich hab's Spaß gehabt beim Schauen von meinem Video. Ja, ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch meinen Kanal abonnieren würden. Und nächste Woche gibt es bereits wieder ein neues Video zum Thema Kochen. Worüber es dann geht, werde ich euch schreiben. Vielleicht bleibt es am Ball. Würde mich freuen. Euer Heferl Cooker Revival. Tschüss!